Ja, es ist wieder soweit. Zweimal im Jahr schauen wir uns zusammen das Big Picture an. Heute geht es im ersten um Japan, China und dann natürlich auch Europa und die USA. Ja, lieber Marco, wenn du zu Gast bist, wissen die treuen Zuschauer schon, es geht heute wieder ums Big Picture. Ja, die Aktienmärkte geht rund und drüber die letzten Wochen, oder kann man das so umschreiben? Ja, wir haben ziemlich Action im Markt. Wir sehen, die Notenbanken senken global die Zinsen. Wir sehen Stimulusprogramme in China, in den USA verschwinden 800.000 neu geschaffene Stellen, die man vorher gut geschrieben hat, die werden wieder abgezogen. Und wir haben in Japan gesehen, der sogenannte Carry Trade, der uns fast um die Ohren geflogen ist. Also ist was los, ja. Ja, Carry Trades, du hast schon angesprochen. Kannst du uns das vielleicht und unseren Zuschauern kurz erklären, was da passiert ist? Den Carry Trade, das kann man sich so vorstellen. Japan ist ja eigentlich das einzige Land, das noch null Zinsen hat. So. Tiefe Zinsen, das reizt natürlich jeder, der Geld benötigt, da auch Geld zu holen. Das hat man gemacht, wenn wir jetzt hier gucken im ersten Chart, den ich vorbereitet habe, vom japanischen Yen seit 2012, wie die Währung laufend an Wert verliert, das heißt sich abwertet. Das heißt, du hast also zu 0% kriegst du Geld, du legst das an in mexikanischem Peso mit 10% verzinst, US-Staatsanleihen zu 5% verzinst, kaufst Bitcoin, kaufst Aktien, kaufst KI-Aktien, machst riesige Gewinne. Da, wo du den Kredit geholt hast, da wertet sich noch die Währung ab, der Kredit ist gratis, das sind riesige Gewinne. So. Für die Japaner bedeutet diese abwertende Währung, da kommt Druck auf, da kommt Inflation auf, die müssen langsam etwas tun. Es war also die Idee der japanischen Notenbank, die Zinsen anzuheben. Haben es auch gemacht, von 0,1 auf 0,25%. Und schon ist uns der Carry Trade fast explodiert, weil gleichzeitig hat ja die US-Notenbank auch angekündigt, die Zinsen senken zu wollen. Das heißt, die Differenz der Zinsen zwischen diesen zwei Währungen geht runter. Die ersten haben angefangen, kalte Füße zu kriegen und rückabgewickelt. Das heißt, Kredite in Yen zurückgezahlt, dementsprechend Yen wieder abgeliefert. Die Währung wurde stärker, sieht man hier am Schluss beim Chart, wie der Yen da, ja doch, 10, 12% in der kürzester Zeit an Wert gewonnen hat. Das brachte andere unter Druck. Die sahen plötzlich ihre Fälle davon schwimmen. Und wie das halt ist, wenn eine Blase platzt, das gibt dann so einen Kaskadeneffekt. Die Aktien stürzen ein. Japan, größter Kurseinbruch seit, was war es, 87, ja, knapp 12%. International die Aktien runter. Rohstoffe, es ging drunter und drüber. Nun ja, man konnte die Situation retten, indem die japanische Notenbank gesagt hat, ja gut, wenn die Märkte so volatil reagieren, dann machen wir das nicht mehr. Dann war das nicht die beste Dann Idee. werden wir die Zinsen nicht weiter anheben. Und somit, ja, so ein bisschen ähnlich wie damals bei den Engländern, das hatten wir ja im Oktober 22, wo auch die Notenbank irgendwas machen wollte und der Markt hat gesagt, nee, geht so nicht. Also jetzt werden die Japaner die Zinsen nicht weiter erhöhen, weil ja die Märkte sowas nicht vertragen. Wir haben Höchstkurse an den Märkten. Also bessere Zeit gibt es nicht, aber es ist, wie es ist. Es geht weiter so wie bisher. Und warum die Japaner so dringend tiefe Zinsen brauchen, sehen wir eigentlich hier im nächsten Chart, den ich mitgebracht habe. Gesamtverschuldung Japan. Staat, Unternehmen, Private, 600%. Ja, da hast du natürlich lieber 0% oder fast 0% Kreditkosten als 3, 4, 5 oder noch höher. Dann wird es dann schwierig. Ja, und das war das Thema Anfang August, Ja. Japan, gerade an dem Montag, an dem 5. Ja, August. ganz genau. Das zweite Thema, was wahrscheinlich ein bisschen aktueller ist, ist das Thema China, dass die auch wieder Geld in den Markt pumpen, oder? Ganz genau, China steckt in der Deflation. Es läuft einfach nicht. Man hat die Pleiten im Immobiliensektor.
der Export läuft nicht richtig. Ja, logisch, wenn Europa in den Seilen hängt, USA will nicht richtig und auch sonst läuft es nicht so gut. Und im Inland die Kaufzurückhaltung. Das heißt, China sieht die Fälle davon schwimmen mit seinem Ziel 5% Wachstum pro Jahr. Also müssen sie was tun. Da kam jetzt ein Stimulus nach dem anderen. Den letzten haben wir gestern gesehen, im Wert von gut einer Billion US-Dollar. Die machen das natürlich in Yen. Was haben wir gesehen? Wir sehen monetäre Lockerungen, also quantitative easing, so ein bisschen Japanisierung, also Senkung der Zinskosten, den Mindestreservesatz der Banken runtersetzen, dass die mehr Kredite vergeben können. Man will so die Wirtschaft ankurbeln. Unter dem Strich ist es halt so, wenn der Konsument der Geschichte nicht traut, dann wird er auch nicht Kredite aufnehmen, um noch ein Auto zu kaufen. Also, ob das schlussendlich was bringt, wir sehen es im Chart unten, es bringt was für die Börsen. Da bringt es was. Die Aktien sind natürlich sofort hochgeschossen, weil man gedacht hat, ja super, endlich kommt mal was. Wenn man jetzt guckt, im orangen Chart oben, langfristig der chinesische Index, ja, immer noch deutlich im Minus. Aber kommen wir nochmals zum Stimulus. Auch wurde beschlossen, Unterstützung für die Immobilienmärkte. Also auf gut Deutsch hat man einfach alle Beschränkungen, die man vor 1-2 Jahren gemacht hat, um die Blase am chinesischen Markt einzudämmen, am Immobilienmarkt, hat man eigentlich wieder rückgängig gemacht. Beschränkungen für Käufer reduziert, das heißt, du darfst jetzt nicht nur eins, sondern auch wieder 2 oder 3 Apartments kaufen. Die Mindestanzahlung wurde wieder runtergesetzt und der Mensch aus Shanghai darf jetzt auch in Peking wieder eine Wohnung kaufen. Also, ja, aber auch hier, wenn du über 60 Millionen Wohnungen mehr produzierst, als benötigt sind, da kannst du noch so stimulieren. Die sind da und die bringst du nicht weg. Wir sollten die nehmen. Auch wenn du dann einen günstigeren Kredit hast, dann sagt sich der, ja gut, was will ich mit einer 3., 4., 5. Wohnung? Also wenn ich keinen Mieter finde, also das ist auch schwierig, dann bringt es auch nichts. Und was sie auch machen wollen, die Chinesen, ist Unterstützung des Kapitalmarktes. Man will da zum Beispiel Fondsgesellschaften und Versicherungen Kredite geben. Also wenn die chinesische Aktien kaufen oder Staatsanleihen, dürfen die bei der Notenbank hinterlegen, kriegen im Wert von den Papieren Geld, in der Hoffnung, dass die dann wieder Staatspapiere und Aktien kaufen. Also ein bisschen eine Veramerikanisierung der ganzen Geschichte. Gleichzeitig will man den Firmen selber günstige Kredite geben, dass die eigenen Aktien zurückkaufen. Ja, die sagen sich natürlich, ja, schau dir die USA an, da der Aktienmarkt steigt. Warum weiß keiner, aber er steigt, den Leuten gefällt es und die konsumieren nach wie vor, die Wirtschaft läuft. Probieren wir das auch. Ob es aufgehen wird, werden wir dann sehen. Wie gesagt, kurzfristig ging es auf. Alibaba, gerade mal in 2-3 Tagen 40% hoch. Jetzt ging es schon wieder ein bisschen runter. Die erste Euphorie ist vorbei. Wie es weitergeht, werden wir dann in Zukunft verfolgen können. Und wie ist die Lage insgesamt in Europa, wenn wir jetzt nach Europa schauen wollen? Immer noch so der kranke Mann der Weltwirtschaft? Ja, das kann man so sagen. Ja, also Europa schwächelt definitiv verglichen mit China. Ja, haben wir aber gesehen, denen geht es auch nicht so super, im Gegensatz zu den USA sowieso. Gucken wir uns den ersten Chart an, die europäische Industrie. Sowohl Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, es geht einfach runter, es läuft einfach nichts. Da hat man jetzt als EZB, Europäische Zentralbank, Mario Draghi gefragt, ja, woran liegt es, was könnte man tun? Ich persönlich denke, die EZB hat 6.000 Mitarbeiter, darunter Ökonomen, Analysten, bla bla bla, wieso die da noch einen externen brauchen, lassen wir mal dahingestellt. Aber Mario Draghi kennen wir, ehemaliger Notenbankchef der Europäischen Notenbank, italienischer Ministerpräsident, berühmt mit seinem Whatever it takes, ne, um den Euro zu retten, damals Griechenland-Krise. Ja, was sagt er? Er sagt, wichtig wäre eine höhere Produktivität. Ja, dummerweise ist ja
sind es ja genau die Politiker und Notenbanken, die mit ihren unglaublichen Vorgaben und Gesetzen genau da jedem Unternehmen Knüppel zwischen die Beine werfen, dass die nicht mehr vor und zurück können. Dann sagt er, da muss ich jetzt schnell ablesen, er sagt, neue Technologien, da müsse man fördern. Ich habe jetzt hier eine Aufstellung mitgebracht von europäischen Unternehmen. Jetzt gucken wir mal, ob da neue Technologien dabei sind. Zuoberst haben wir Novo Nordisk, Pharmahersteller, vor allem Insulin, in neuester Zeit auch diese Abnehmpille. Ja. Da hat man ja gemerkt, dass das Mittel gegen eben Zuckerkrankheit oder der Zuckerhaushalt stimmt nicht, dass das auch beim Abnehmen hilft, ob das Sinn macht oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Als wertvollstes Unternehmen, also Pharma, dann haben wir LVMH, Luxusgüter, also Krokodil, Lederhandtaschen, dann ASML, gut, Maschinen zum Chipbau, das könnte man jetzt noch sagen, das wäre neue Technologie, SAP, EDV-Programme, würde ich auch noch dazu rechnen, und dann haben wir wieder Nestle, Lebensmittel, Hermes, wieder Luxus, Güter, Kleider, Schuhe, dann Roche, AstraZeneca, Pharma, L'Oreal, Luxus, Novartis, Pharma, Öl, Inditex, Kleidung, HSBC, Bank. Ja, ich könnte es noch weitermachen, aber es wird so bleiben. Also da ist jetzt nichts groß mit KI oder irgendwie Computer, Roboter oder sonst irgendwie was, wo du vor Freude in die Hände klatschst. Also, da sieht man dann schon, also da haben wir den Zug eigentlich verpasst. Also da kannst du zwar davon träumen, aber wird dann schwierig. Dann will man ja als Leuchtturm der Klimaverantwortung gelten. Man will ja das Klima retten, sinnvoll oder weniger sinnvoll, das interessiert dann keinen mehr. Hauptsache, man tut was fürs Klima, und da scheitert Europa auf der ganzen Linie, insbesondere Deutschland. Elektroautos, Verkaufszahlen im Keller. Dem Habeck in Deutschland platzen alle seine Projekte weg, da die grünen Projekte. Thyssen, Stahl aus grünem Wasserstoff. Da hat man schon 500 Millionen investiert. ThyssenKrupp sagt jetzt, oh, das rendiert sich, glaube ich, nicht. Da steigen wir dann besser wieder aus. Okay, dann will man ja, oder wollte man diese Batteriefabrik da nach Heide holen. Northvolt, die machen gute Batterien. Aber keine will sie. Die müssen jetzt 1600 Stellen in Schweden abbauen, am Stammwerk. Und brauchen dringend 4,4 Milliarden Euro zum überhaupt überleben. Also die sind wahrscheinlich nicht so daran interessiert, auch wenn Deutschland die Fabrik gratis hinstellt, dass man da eine neue Fabrik macht. Dann sehen wir den RWE-Partner Equinor. Die wollten blauen Wasserstoff per Pipeline nach Deutschland liefern. Projekt gecancelt. Lohnt sich nicht, zu wenig Nachfrage. Keine Verdienstmöglichkeiten, Wärmepumpen, all das Zeugs, ja, vielleicht gut gedacht, aber eben halt nicht durchdacht und somit eigentlich schon vom Anfang an zum Scheitern war prognostiziert, ne, war einfach vorherzusehen. Dann beklagt Draghi, man sollte ein unabhängiger Akteur auf der Weltbühne sein, also wir machen ja eh nur, was die USA sagt, also der Zug ist definitiv abgefahren. Da müsste man auch mal vielleicht den Fachkräftemangel in der Politik auch mal beheben, dass man da auch wieder mehr respektiert wird, wenn man da gewisse Außenminister in die Welt hinausschickt, wo dann eine Peinlichkeit die andere jagt, dann wird es dann halt eben schwierig. Und was er auch sagt, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, er sagt auch klar, das europäische Sozialmodell wäre dann, wenn wir die Ziele nicht erreichen, nicht finanzierbar. Und da muss man sagen, das ist eigentlich heute schon nicht mehr finanzierbar. Das ist ein offenes Geheimnis. Naja, was will er tun, der Mario Draghi? Die Lösung? Koordinierte Industriepolitik, schnellere Entscheidungswege, also das typische Politiker-Blabla, Abbauen von Bürokratie. Ich meine, die Beamtenzahlen Europa, Deutschland, die gehen hoch. In Deutschland 50% mehr
Beamte seit 2013, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und vor allem sollte man einfach die Märkte sich selber überlassen, dass halt das produziert wird, was vom Markt benötigt und verlangt wird. Das wird schon mal helfen. Das Ganze will er finanzieren mit EU-Schulden. Also auf gut Deutsch, Deutschland soll dann am Schluss zahlen. 800 Millionen pro Jahr. In Wahrheit wird das wahrscheinlich einfach wieder in irgendwelchen grünen Fantasien, Strompreissubventionen und Bürgergeld und weiß ich wo wird das verschwinden. Also ja, das ist halt Europa. Es ist eine Tragödie, aber es ist so. Ja, in eine Branche, du hast schon angesprochen, wollen wir etwas genauer noch anschauen. Elektroautos, die Zulassungszahlen in Deutschland dramatisch nach unten gegangen. Ja, die Branche insgesamt, Autobranche, natürlich müssen wir da zuerst auch nach Deutschland schauen. Gerade so ein bisschen das Sorgenkind, oder? Kann man in der Tat so sagen. Wir sehen hier am Chart die Verkaufszahlen von Elektroautos, eigentlich genau das, was wir vorher gesagt haben, ein bisschen am Markt vorbei produziert. Es ist erstaunlich, wie Europa eigentlich die Branche respektive Industrie, wo man wirklich weltweit führend war, wie man die so in die Tonne treten kann. Das wäre so, wie wenn die Schweiz sagt, ja, jetzt machen wir keine Schokolade mehr und Uhren machen wir auch nicht mehr und Käse wollen und wir auch nicht mehr. Also Pharma auch nicht, Banken machen wir auch zu. Also das, naja, gut, es ist, wie es ist. Also, wir haben gesehen, Gewinnwarnungen, Mercedes, VW, auch BMW, Gewinnwarnung. BMW wegen dieser Geschichte mit Continental, wegen den Bremsen, aber ja, also das haut dann richtig rein. Vor allem, ja, halt nach dem Corona, wo die Gelder eher locker saßen, auch in Europa, den Konsumenten fehlt das Geld, um da laufend neue Autos zu kaufen. Elektroautos sind zu teuer. Dass es nicht nur ein deutsches Problem ist, das zeigt die Gewinnwarnung von Stellantis. Da vielleicht zur Hilfe, das ist Fiat, Peugeot, Opel. Opel, genau, die gehören da rein, auch eine Gewinnwarnung. Der ehemalige Chef von Porsche, Wiedeking, hat es da eigentlich ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Er sagt da, ja, wenn man von der europäischen Politik eben so Vorgaben macht, die eigentlich nicht erreichbar sind und mehr Wunschdenken als der Möglichkeit entsprechend sind, dann gefährdet man die gesamte Autoindustrie, man droht mit Strafen, also schon ab nächstes Jahr könnten Strafen von 15 Milliarden für diese Konzerne fällig werden, wenn sie nicht eine gewisse Prozentzahl an Autos ohne CO2-Ausstoß verkaufen. Also machen wir uns mal ein Beispiel VW, das ja EGA gesagt hat, ja, also wir haben echte Probleme, wir müssen eventuell Werke schließen und langfristig ist der Konzern in Gefahr. Ne? Wenn die das nicht hinbringen, müssen die 15 Milliarden Euro Strafe zahlen. Da können wir aber davon ausgehen, dass die dann zum Überleben genau die gleichen 15 Euro wieder von der EU oder Deutschland bekommen müssen als Staatshilfe, um nicht Konkurs zu gehen, um die Arbeitsplätze zu retten. Grundsätzlich sagt der Wiedeking, ja, wir verlieren unseren wichtigsten Wirtschaftsfaktor in Europa. Gucken wir es uns an. Ein Drittel der Fabriken, der Autofabriken in Europa sind nur zur Hälfte ausgelastet. 13,8 Millionen Arbeiter im Automobilsektor in Europa, 6,1% der gesamten Arbeitskräfte, 7% vom BIP Europas. Also, das ist eine wichtige Branche. Jetzt kommt noch dazu, hat man eingeführt die Zölle auf chinesische Elektroautos, weil die ja günstiger sind. Die tun dafür wieder Zölle auf Mercedes, BMW, Porsche. Also unterm Strich bringt es wahrscheinlich nichts. Naja, es ist wie es ist. So schaut es nun mal aus. Generell vielleicht noch mal, schauen wir uns den nächsten Chart an. Wir sehen da die industrielle Entwicklung der Schweiz im Gegensatz zu dunkelblau Deutschland, hellblau die Europäische Union. Man sieht da also ein deutliches Auseinanderklaffen.
weil man halt in der Schweiz den Firmen ein bisschen mehr Luft zum Atmen lässt, nicht ganz so zudonnert mit Vorschriften und Ratschlägen und Vorgaben. Klar, man könnte jetzt sagen, am Schluss seit die letzten 2 Jahre eher seitwärts, aber lieber seitwärts leicht hoch als wie in Europa nach unten gerichtet. Vielleicht noch zu Deutschland. Da musste der Herr Habeck letzte Woche sagen, ja, aus dem erwarteten Wachstum der Wirtschaft in Deutschland 0,3% 2024 wird nichts. Das gibt ein Minus von 0,2%. Das zweite Rezessionsjahr in Folge. Man hält sich aber für die beste Regierung aller Zeiten. Wie nennt das der Herr Habeck? Deutschland sei ein Land voller Stärke und man solle die Ohren nicht hängen lassen. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Ja, schauen wir lieber nach Amerika. Amerika, Zinssenkung 0,5%. Von vielen eigentlich nur 0,25 oder von dem Großteil von 0,25 erwartet. Dann sind wir tatsächlich etwas überrascht worden an dem Tag mit 0,5. War das aus deiner Sicht schon zu viel? Das war überraschend und es könnte auch zu viel gewesen sein, weil, ja, wir haben es ja gesehen, sofort die Aktienmärkte schießen wieder nach oben und dementsprechend auch die Rohstoffe werden dann wieder teurer. Ja, genau, das wird man sehen. Tatsache ist nun mal, die Inflation ist immer noch höher als von der Notenbank die gewünschte Zahl von 2%. Also die ist immer noch 20% drüber, Core-Inflation ohne Nahrung, Energie sogar über 3%. Also von dem her wäre eine Zinssenkung gar nicht nötig gewesen. Was wir sehen, sind in Teilbereichen, dass die Inflation sogar eher schon wieder anzieht. Also von dem her war es sehr unnötig. Wir sehen auch Lohnsteigerungen. Da waren Streiks bei Ford, die kriegen jetzt 40% mehr Lohn. Oder die Hafenarbeiter, erst gerade vor 2 Wochen, die kriegen jetzt 62% Lohn, gut auf ein paar Jahre verteilt. Aktuell Chrysler von Stellantis, da streikt die Belegschaft für mehr Lohn. Die Unternehmen werden das an die Konsumenten weitergeben, also es gibt weiterhin Preisdruck nach oben. Also von dem her eher unnötig, vor allem eben eine 0,5% Zinssenkung, das deutet eigentlich schon auf irgendein Problem hin. Das macht man sonst eigentlich nur, wenn gerade irgendwo Panik herrscht. Vielleicht werden wir das in Zukunft erfahren. Wo es eher nötig scheint für Zinssenkungen, das ist der Arbeitsmarkt. Da haben wir schon angesprochen. Wurde zwar immer gut gemeldet, aber da musste man vor 2-3 Wochen rückwirkend für die letzten Monate 800.000 neu geschaffene Stellen wieder wegnehmen. Und wir sehen auch, habe ich hier auch ein Bild mitgebracht, wir sehen immer mehr Entlassungen in den USA. Zum Beispiel Boeing geht am Wochenende, was waren das, 17.000 Mitarbeiter, 10% der Belegschaft. Dann Intel auch 15% der Belegschaft. Intel hat jetzt auch das Projekt da in Magdeburg mit dieser Fabrik da mal auf Eis gestellt. Der deutsche Steuerzahler wischt sich die Schweißperlen von der Stirne und sagt, eine danke. Eine Milliarde. 10 Milliarden. 10 Milliarden. 10 Milliarden gespart. Besten Dank. Das wirkliche Problem, das sehen wir im nächsten Chart in den USA, das sind die Teilzeitstellen. Es werden immer mehr Vollzeitjobs abgebaut, siehe eben gerade Intel, Boeing. Gut bezahlte Jobs, Vollzeitstellen. Und wenn dann da der Mitarbeiter, der Entlassene, dann nachher eine Stunde in der Woche beim Nachbarn den Rasen mäht, dann ist das ein neu geschaffener Job, aber nur noch eine Stunde in der Woche. Genau das sehen wir in den USA. Schauen wir uns den Chart an. Wir sehen da, konzentrieren wir uns auf den hintersten Balken, September, 1,1 Millionen Vollzeitstellen abgeschafft, 1,9 Millionen Teilzeitstellen aufgebaut.
Was ist jetzt besser? 1,1 Millionen Vollzeit oder 1,9 Millionen Teilzeit? Ich würde behaupten, die Vollzeit sind deutlich mehr wert. Und ja, das sieht zwar in der Statistik gut aus, mehr Jobs geschaffen als abgebaut, aber unterm Strich schwindet so die Kaufkraft des Konsumenten. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Und somit sehen wir eben auch diese immer größere Spaltung der Gesellschaft in zwei Bereiche, die nichts mehr haben und die, ja, läuft noch einigermaßen oder die haben sehr viel. Und das merken dann eben auch die Unternehmen. Zum einen da die Auto-Repossessions, das heißt, wenn du das Leasing nicht zahlen kannst in den USA, da holen sie dir ja das Auto vor der Haustüre weg. Also da kommst du morgen zum Haus raus, oh, wo ist mein Auto? Ah, die Leasingfirma hat es wieder. Gut, danke fürs Gespräch. Wir sehen Gewinnwarnungen von Firmen. Hier habe ich zum Beispiel Ulla Beauty. Waren so Lippenstift und Creme und so. Ja, die sagen, der Konsument kann sich einfach nicht mehr leisten. Der hat zu wenig Geld. Oder weiter unten im nächsten Bild haben wir da Starbucks, McDonald's, die alle sagen, ja, der Konsument hat kein Geld mehr. Wir haben weniger Traffic, also weniger Kunden in unseren Restaurants, dementsprechend weniger Verkäufe. Also wenn ich zum Beispiel an Starbucks denke, ist es da, wenn ich eh schon nur noch einen Teilzeitjob habe, ob ich da dann den Latte Macchiato Vanilla für $12 mir noch jeden Morgen gönne? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also das wird dann schon ein bisschen schwierig. Da sehen wir dann auch Auswirkungen, da habe ich einen ganz interessanten Chart mitgebracht. Und zwar vergleichen wir hier die Billig-Discounter, also das sind wirklich Billig-Discounter, da ist sogar Aldi und Lidl noch eher teuer, Dollar General und Dollar Tree mit Walmart. Jetzt sehen wir grün, das ist Dollar General, auch hellblau hinterlegt, der Aktienkurs verliert, das gleiche mit blau, Dollar Tree. Im Gegensatz dazu sehen wir Walmart, größter Einzelhändler der Welt, der Aktienkurs steigt. Wieso? Die eh schon kein Geld mehr haben, eben diese wahrscheinlich Teilzeitjobs oder gar keinen Job mehr, die können sich nicht mal mehr das Günstige aus den Dollar-Stores leisten, auf gut Deutsch gesagt, während die noch ein bisschen besser dastehen, die müssen zwar sparen, verlassen da die Delikatessenläden und die Spezialfachgeschäfte und gehen dann eher zu Walmart, um da ein bisschen Geld zu sparen. Aber das müssen die, weil die wollen ja ihr Zweitauto nach wie vor haben. Die wollen ihre Ferienwohnung in Miami, Aspen finanziert haben, die Yacht auf dem See. Also irgendwo müssen auch die sparen und genau die bedient Walmart. Das sehen wir genau hier im Aktienkurs. Ist ein bisschen vergleichbar mit Ferrari und VW. Ja, sieht man. VW, ja, also Ferrari Aktienkurs, Verkäufe hoch, läuft, also picobello. Und VW haben wir gerade besprochen, weiß man nicht, ob es die Firma in ein paar Jahren noch gibt. Aber ja, als die Aktien mitgebracht hast und ich mich auch vorbereitet hat, das mit Walmart hat mich ja schon etwas überrascht. Erinnert ja eher an eine KI-Aktie von diesem Jahr. Irgendwie knapp 50% dieses Jahr, oder? In der Tat. 50% Anstieg, erstaunlich für einen Einzelhändler. Übrigens das erste Mal, dass ich in einem Geschäftsbericht auch gelesen habe, dass die KI anwenden. Mhm. Und zwar haben sie geschrieben, wir haben mit KI unsere Prospekte, wo wir die Produkte bewerben für die Kunden, da haben wir die Texte mitgemacht. Also man hat sich ein paar Arbeitsstunden von ein paar Textern gespart, also das ist keine große Geschichte, also es sind wahrscheinlich keine $100,000, die man sich so gespart hat, aber das ist mal, du siehst mal irgendwo KI in der Anwendung. Aber das Problem natürlich sieht man genau hier, KI, ja, das wird Arbeitsplätze kosten, also machen wir uns nichts vor. Also ob das dann die Wundersalbe für die weltweiten Probleme werden wird, das würde ich mal offen lassen. Grundsätzlich sehen wir PE-Ratio, also Kurs-Gewinn-Verhältnis von Walmart, bei 40. Also das ist sehr hoch. Ne?
Normal sagt man 10 fair bewertet, 15, nicht 10 günstig, 15, ja, fair bewertet, genau. 20, ja, wird langsam teuer und über 25, wow, jetzt müssen wir mal langsam gucken. Walmart und andere Aktien sind so gestiegen, nachdem so Mitte Jahr, Juli, August, bei den KI-Aktien so ein bisschen die Luft ein bisschen raus war. Wir sehen das hier am Chart, wie da plötzlich bei diesen KI-Aktien da die Kurse runtergingen. Da ist der Markt eben in sogenannte sichere Aktien ausgewichen. Auch McDonald's zum Beispiel, haben wir gerade vorher gesehen, Gewinnwarnung. Trotzdem, dass die ihr 5-Dollar-Menü anbieten, wo es also wirklich keine Marge haben, wo die nichts dran verdienen, kommen da nicht mehr Leute. McDonald's auch, Kursgewinnverhältnis 25, also eigentlich auch schon viel zu teuer, der Aktienkurs auf neuen Hochs. Also da haben wir diese Umschichtung gesehen. Also vorher war nur KI zu teuer, jetzt ist es der gesamte Aktienmarkt, kann ich sagen, ist zu teuer mit ja, etwa 30er PI. KI, ja, schauen wir, OpenAI, damit ChatGPT, haben kürzlich gemeldet, Prognose 2023 bis 20, was war's, habe ich notiert, 28, Prognose $44 Milliarden Verlust. Die ersten $5 Milliarden Verlust machen wir dieses Jahr. Also ChatGPT ist ja bis jetzt, also das, was wir gesehen haben von Walmart, das Einzige, was da an den Märkten überhaupt noch einigermaßen nützen kann, da als KI. Dann, was habe ich noch als Beispiel? Dell hat auch gerade wieder 12.000 Mitarbeiter entlassen. Da haben wir es wieder, die Entlassungen. Letztes Jahr schon 25.000 Mitarbeiter entlassen. Der Chef Michael Dell glaubt selber nicht an sein Unternehmen. Hat Aktien von eigenem Unternehmen im Wert von $1 Milliarde verkauft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Haben wir schon angetönt, diese sogenannten Insider-Verkäufe. Nvidia, haben wir gesagt. Auch da sehen wir, dass die Mitarbeiter massiv eigene Aktien verkaufen. Umso erstaunlicher, dass Nvidia selber eigene Aktien am Markt zurückkauft. Das ist eben diese typische amerikanische, wie kann ich die Aktien künstlich noch ein bisschen weiter hochpressen? Weil, ja, nehmen wir gerade die Nvidia-Mitarbeiter, da ist ja 90% von denen sind Millionär, weil die kriegen vielleicht nur 1, 2, 3 Dollar Lohn, aber die kriegen Aktien. Und die sind interessiert daran, dass der Aktienkurs steigt. Also werden die alles dafür tun, dass der Aktienkurs steigt. Ja, insgesamt, wenn man die US-Aktien anschaut, du hast schon gesagt, viele mit Kursgewinnverhältnis schon 40 und deutlich drüber, KI-Aktien müssen wir noch gar nicht drüber reden. Siehst du es insgesamt, dass sie insgesamt schon zu teuer sind? Würde ich sagen. Was aber nicht heißt, dass sie nicht noch teurer werden können. Haben wir kurz angetönt, der Markt jetzt, der S&P 500, knapp PE-Ratio, also Kursgewinnverhältnis von 30, also eher teuer. Walmart haben wir gesagt, größter Einzelhändler weltweit, also der ist schon der größte. Wo will der jetzt noch wachsen? Der hat eine Bewertung wie ein Tech-Unternehmen, das ein hohes Wachstum hat. Sehe ich jetzt nicht bei Walmart. Dann die Gewinnerwartungen im Q3, wo die Zahlen werden jetzt in diesen Tagen gemeldet, liegen noch bei 4% Gewinnwachstum für amerikanische Aktien. Im Sommer hat man noch mit 7% Gewinnwachstum gerechnet. Also wir haben weniger Gewinnwachstum, aber die Aktienkurse gehen hoch. Also auch hier die Schere geht wieder auseinander. Kommt noch dazu, dass außerhalb dieser Magnificent Seven, eben diesen KI-Tech-Aktien, diesen berühmten, die anderen 493 Firmen im S&P 500 eigentlich kein Geld verdienen, wenn man die großen 7 wegrechnet. Und dann eben eine Bewertung von 30 ist dann schon viel, zumal ja du jetzt mit Festzinspapieren, 10-jährigen Staatsanleihen, USA, über 4% kriegst. Das heißt, du hast da knapp 20, 25-fache PI-Gewinn-Ratio
mit sogenannten sicheren Papieren. Ob die sicher sind, schauen wir gerade noch nachher dann auch noch an. Ein anderer Punkt sehen wir beim Buffett-Indikator. Da habe ich auch einen Chart mitgebracht. Der ist jetzt bei 200. Allzeithoch. Das heißt, die Aktien in den USA sind doppelt so hoch bewertet wie das, die Wirtschaft in den USA selber. Bei der Dotcom-Bubble im Jahr 2000 waren wir da bei 140%. Bei der großen Finanzkrise 2007 waren wir bei knapp über 100. Jetzt sind wir bei 200%. Die lebende Legende, Star-Investor Warren Buffett, hat gesagt, also bei 200, also da spielt man dann schon mit dem Feuer. Und auf das Potenzial von wirklich deftigen Marktkorrekturen hat er hingewiesen. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, der alte Mann, was weiß der denn? Hat er keine Ahnung. Hat man schon mal gesagt über Warren Buffett, ja, kurz vor der großen Finanzkrise, wo er auch gewarnt hat und Aktien verkauft hat und Cash aufgebaut hat. Mit diesem Cash hat er dann nach dem Absturz, nach dem Crash günstig eingekauft. Auch jetzt, er verkauft, im großen Stil. Vor allem Apple, also so Aktie aus dem Tech-Bereich, KI-Bereich und Bank of America. Beides Themen, die wir hier schon besprochen haben. Technologie, KI, schlicht und einfach zu teuer. Banken mit unglaublichen stillen Verlusten in den Bilanzen. Aber insgesamt muss man sagen, dass wenigstens die Wirtschaft besser läuft in Amerika wie in Europa, oder? In der Tat, ja. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. In den USA sehen wir ein Defizit, Budgetdefizit von 8%. Und Politiker und Notenbanken erklären uns, was für ein tolles Wachstum wir haben bei 3%. Wir haben also ein Budgetdefizit wie in Krisenzeiten zum Zweiten Weltkrieg, Covid-Krise, große Finanzkrise. Habe ich auch einen Chart mitgebracht. Fazit: schuldengetriebene Wirtschaft und schuldengetriebenes Wachstum. Wir sehen hier blau, das ist das BIP, und oben schwarz das Schuldenwachstum. Und unten rot, wie wäre dann das Wachstum, wenn wir die Schulden nicht machen würden? Also das wäre ein Schlag ins Kontor, also das wäre, könntest du den Laden zumachen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie lange kannst du das machen? Und jetzt muss ich hier die Brille anziehen, weil jetzt wird es interessant. Das muss man sich mal reinziehen. USA. Monat August Steuereinnahmen 307 Milliarden. Ausgaben 688 Milliarden Dollar. Differenz minus 381 Dollar. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, das war mal ein Ausrutschen, ne? Dumm gelaufen. Nein, war kein schlechter Monat. Juli minus 244 Milliarden, Juni minus 660 Milliarden, Mai minus 347 Milliarden. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber es wird in die Richtung weitergehen. Also das ist natürlich schon hart an der Grenze. Also im Fiskaljahr vom 30. September, nee, vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 hat es die USA fertiggebracht, 2,3 Billionen Dollar neue Staatsschulden zu machen. Gesamthaft jetzt 35,5 Billionen Dollar Staatsschulden. 122% vom BIP. Vielleicht als Vergleich: Deutschland, Staatsverschuldung 2,46 Billionen Euro. Das Interessante in den USA, am ersten Tag des neuen Fiskaljahres, 1. Oktober 2024, gerade mal wieder 204 Milliarden Dollar neue Schulden an einem Tag. Das ist das, was ich vorher gemeint habe mit diesem risikofreien Zinssatz. Als Privat würde man wahrscheinlich niemandem Geld leihen zu 4-5%, der so deutlich mehr raushaut, als er einnimmt, würde ich mal vermuten.
Lange Rede, kurzer Sinn. Seit 2020, Schuldenstand 23 Billionen Dollar USA. Jetzt sind wir bei knapp 36, also plus 50% in nicht mal 5 Jahren. Jetzt könnte man sagen, ja, aber die Firmen, die sind besser. Nee, die haben in den letzten 5 Jahren 22 Billionen Dollar Neuschulden gemacht. Von, was waren es, auf 55 Billionen Dollar jetzt. Ein Plus von sogar 63%. Das heißt auf gut Deutsch, 5% der Wirtschaftsleistung der USA gehen nur schon für die Zinsen der Staatsschulden drauf. Wenn wir die Privaten und Firmen dazu nehmen, dann sind das 15% vom BIP, braucht man nur für die Zinsen. Somit wieder bei deiner Frage, war die Zinssenkung nötig? Wollte gerade sagen, offensichtlich. Kommen wir wieder zur großen Zinssenkung, dann war die Schulden getrieben in dem Fall. Ja, und so kurz vor der Wahl ein bisschen dafür gute Stimmung sorgen kann sicher auch nicht schaden. Also von dem her klar ein Ja. Wir sehen global, die Schulden steigen schneller und schneller. Wir haben es besprochen, man senkt wieder die Zinsen. Das fördert natürlich wieder erneute Schuldenaufnahme. Wir erinnern uns, 2 Jahre zurück, Frau Yellen, was hat sie gesagt? Ach, machen wir doch ein paar Schulden, kostet ja nichts. Ja, jetzt haben wir einen Salat, ne? Wie lange kann das gut gehen? Man müsste, um die öffentlichen Staatsfinanzen zu sanieren, Ausgabekürzungen machen, Steuererhöhungen oder beides. Jetzt gehen Sie mal in eine Wahl, Trump, Harris oder Scholz und Merz in Deutschland. Ne? Und ja, wie tönt es da? Trump sagt, Steuern runter. Harris sagt, Ausgabeprogramme, also genau das Gegenteil. Der Herr Merz hatte da eine gute Idee, habe ich gestern ein Interview gehört. Der schlägt da vor, wie hat er das genannt, auf deutschen Bankkonto liegen doch 2,8 Billionen Euro. Wenn man da nur solidarisch für die Gemeinschaft 10% nehmen würde, könnte man ja schon viel erreichen. Achtung, das ist mal ein klarer Hinweis. Und sollte irgendwann dieser europäische Digital Coin kommen, dann Knopfdruck und das, die 10% sind dann weg. Kann sich jeder selber seine Gedanken dazu machen. Aber war das sicher Merz oder war das nicht eher Schuld? Das war interessanterweise Merz. Okay. Gestern, das habe ich gestern im Fernsehen gesehen, das Interview muss gestern oder vorgestern gewesen sein, Tagesschau oder was weiß ich. Also haarsträubend. Hier, der letzte Chart sehen wir, also USA. Gibt 8% mehr Geld aus, als sie einnehmen. Die Europäische Union haben wir bei 3,3% minus, Deutschland bei minus 0,9%. Konzentrieren wir uns auf die beiden oberen. USA nimmt ja mehr als Japan, also müsste man eigentlich sagen, da müsste ja die US-Währung schlechter sein als der japanische Yen. Haben wir am Anfang des Gesprächs besprochen, ist ja genau das Gegenteil. Oder man sieht es aber auch im nächsten Chart, den ich mitgebracht habe. Yen gegen den US-Dollar in Rot. Der Yen verliert. Wieso? Japan, deutliches Defizit, aber null Zinsen. Die USA, die verlangen wenigstens noch Zinsen. Also die haben zwar eine expansive Fiskalpolitik, aber die Geldpolitik haben es noch im Griff. Nur stellt sich da die Frage, haben wir vorher angeschaut, wie lange geht das noch? Wie lange kannst du dir diese Zinsen bei dem Schuldenberg, wie lange kannst du dir das leisten? Und ja, da kann man sich dann schon die Frage stellen, wie weit geht das noch? Und ja, da gibt es ein Sprichwort, wer die Geldwertstabilität aufgibt, um die Finanzstabilität zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Japan, das ist genau das Beispiel. Immer wenn die Zinsen drohen zu steigen,
machen die mit neuen Schulden, kaufen die alten Schulden, um die Zinsen zu drücken. Also gibst die Geldwertstabilität auf, irgendwann fliegt dir alles um die Ohren. Wie lange können sich da andere Nationen noch davon freihalten? Und das war ja auch mit dem Grund, genau diese Entwicklung, warum wir im letzten Gespräch gesagt haben, Gold, so könnte man sich mal so ein bisschen ins Depot legen. Ja, insgesamt, wenn man vielleicht ein kleines Fazit sieht über die Aktienmärkte, gehst du derzeit davon aus, dass wir auf einem sehr hohen Niveau sind? Gerne widersprechen, falls ich es falsch interpretiere, jetzt deine Ausführungen. Aber natürlich gibt es immer interessante Sachen. Ich glaube, letztes Mal war tatsächlich Gold, wo wir uns ein bisschen länger drüber unterhalten haben. Heute hast du ein anderes Metall mitgebracht, aber auch wieder ein Rohstoff, auch interessant, wo du sagst, dass da vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ganz genau. Vielleicht zuerst zur ersten Aussage. Eben, du musst ja fast in Aktien, weil Festzins, da weißt du ja nie, ob dir das um die Ohren fliegt, obwohl es ja jetzt attraktiv ist. Aber da kannst du nicht hingehen und sagen, so komm, ich kaufe hier ein 30-jähriges Papier und leg das, lass das dann liegen. Also das dürfte wahrscheinlich schief gehen. Ja. Also wenn, dann musst du das wirklich im Auge haben und laufen kontrollieren Festzinspapiere. Ansonsten sehen wir geopolitisch halt, es brennt gefühlt an allen Ecken und Enden. Die Aktien sind teuer, wir haben Wahlen. Jetzt haben wir wieder Stimuluspakete in China, sinkende Zinsen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Es sieht schon so aus, wie wenn wir das Szenario bekommen, was wir, glaube ich, in unserem ersten Interview, habe ich mal gesagt, wir sehen eher ein stagflationäres Szenario, habe ich, glaube ich, gesagt hier. Also das heißt, steigende Preise bei stagnierendem Wachstum, zunehmender Arbeitslosenzahlen. Und das ist natürlich genau das, was du gar nicht willst. Und in so einer Stagflationsphase, was hat sich in der letzten Säulenphase am besten entwickelt? Öl, Gold, Silber. Kommen wir zum Tipp Silber. Haben wir auch einen Chart mitgebracht. Immer noch deutlich unter den alten Höchstständen. Wir kämpfen jetzt da bei knapp $32 um den Durchbruch nach oben. Sollte der geschafft werden, dürfte es relativ sehr schnell Richtung $50 gehen. Da muss man einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Der kann ganz so gut vorher auch nochmal auf $20 zurück. Also da, ich würde mal sagen, auf 1, 2, 3 Jahre kann man da sicher sehr gute Gewinne rausholen. Rohstoffe gefallen uns generell, Edelmetalle sowieso. Silber auch, weil Silber hat auch einen industriellen Nutzen. Silber wird gebraucht, Photovoltaik in den Batterien, das ist genau das Thema, das wir jetzt haben. Dann Medizintechnik, Röntgengeräte, Prothesen in der Waffentechnik. Also von Geschossen über Kampfflugzeuge, Panzer, batteriegetriebene Minenräumfahrzeuge und Raketen, die ja momentan fast täglich häufig verschossen werden. Also so eine amerikanische Tomahawk-Rakete hat 30 Kilogramm Silber drin, das dann ja, mit anderen Geschichten verpufft. Das ist ein leidiges Thema, aber es ist, wie es ist, können wir wahrscheinlich nicht viel daran ändern. Und das Allerwichtigste, wir sehen ein Defizit, ein sehr großes Defizit in der Silberproduktion. Das Defizit wird immer größer, weil die Minen, du kannst immer weniger fördern. Also du hast ein Edelmetall mit industrieller Nutzung, dementsprechend guter Nachfrage, immer geringere Förderung, spricht eigentlich zumindest langfristig für steigende Kurse. Aber wenn ich noch kritisch nachfragen darf, alles, was wir gesagt haben Richtung E-Autos und Industrie, da sehen wir ja schon auch, dass die Nachfrage wahrscheinlich nach Silber wahrscheinlich abnimmt. Also ist der Angebots- oder die Verknappung des Angebots dann höher zu werden wie die Nachfrage, die da abnimmt? Ich bin eigentlich genau deiner Meinung, nur die Regierungen, du hörst es ja jeden Tag, Klimawandel und wir müssen EW und Wiederförderung und nur das ist gut, alles andere ist schlecht. Der Verbrauch wird eher steigen, meiner Meinung nach. Es geht in Zukunft in die Verstromung rein, also von dem her wird der Verbrauch eher ansteigen, auch mit Solarenergie und auch die anderen Nutzen, wo wir gesagt haben, ja, eher steigen. Ja. Ja, wir werden es weiter beobachten. Herzlichen Dank für deine sehr ausführliche Ausführungen wieder.
dass du uns auch hier im Studio besucht hast. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview hier bei der BX Swiss. Herzlichen Dank.